gekommen seid. Und wir haben die nächste Runde für Frieden und Freiheit im neuen Jahr. Wir werden sicher auch in Zukunft wieder dann wahrscheinlich mehr organisiert sein, mit Zelt und so weiter, aber im Moment, wo noch nicht klar ist, wie das Wetter ist und wie warm oder kalt es ist, ist es einfach im Moment ein bisschen so improvisiert. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir gehen jetzt gerade wieder mal durch sehr spannende Zeiten mit dieser Geschichte in Paris, an die ich ehrlich gesagt nicht sehr glaube, auch wenn es sehr tragisch ist und viele Menschen dort ihr Leben gelassen haben. Aber ich glaube, dass wir eine große Inszenierung vorgesetzt bekommen. Das ist meine persönliche Meinung, so wie auch schon bei 9/11 in London, Boston-Bombing oder andere Geschichten. Das ist eigentlich sehr traurig, aber zugleich kann man doch im Lebenssinn positiv sehen, als dass wir trainiert werden, zu spüren, was die Wahrheit ist. Weil im Prinzip geht es darum, dass wir Eigenverantwortung übernehmen für uns und in uns spüren, was richtig und falsch ist und uns nicht mehr leiten lassen von Medien, die nicht das Beste wollen für uns und diese Welt, glaube ich zumindest. Und ich würde sagen, heute machen wir etwas Spontanes, wie wir es auch in den letzten Malen gemacht haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt dann Annika kommt, die über ein Thema sprechen will, das mir selber auch sehr am Herzen liegt, nämlich wie man eigentlich mit sich im Inneren umgehen kann in dieser Zeit. Danke, Annika.